Heutzutage reden ja alle über Nachhaltigkeit und CO2. Und da mir ja wichtig war oder immer noch ist, dass wir mit der kleinsten, geilsten Werkstatt der Welt auch autark arbeiten zu können, wurde mir von Europart eine Solaranlage empfohlen. Aber hält das wirklich und bringt mir das genug Leistung, um die ganze Werkstatt damit zu versorgen? Ich habe da so echt meine Zweifel. Die Paneele gehen doch viel zu leicht kaputt. Und was, wenn die Sonne mal nicht scheint? Und wie holen wir da überhaupt genug Power raus? Wir haben uns mit Green Energy in Verbindung gesetzt und die Jungs meinen zu wissen, wie man meinen extremen Anforderungen entgegenkommt. Ich bin mal so richtig gespannt. Erstmal tapezieren Sie mir das Dach des Containers mit Solarmatten komplett zu. Und dann gehen Sie in den Container ran und hauen da jede Menge Batterien, Regler und Konverter rein. Aber um zu verstehen, was die Anlage so wirklich kann, nehme ich erstmal Olli so richtig ins Verhör. Olli, wir müssen das besprechen mal. Ich stelle dir natürlich erstmal ein paar Fragen, was das ist. Ich habe ja von Technik keine Ahnung. Aber erklär mal, grundlegend, was kann diese Anlage eigentlich? Also mit der Anlage können wir grundsätzlich deine gesamte Werkstatteinrichtung, die du jetzt dort drin installiert hast, versorgen. Wir kriegen etwa eine Gesamtleistung von knapp 1600 Watt. Raus, ist auf die Sonnenstunden bezogen bei uns, das heißt etwa 10 Stunden Sonne, bedeutet 1600 Watt knapp. Wenn wir jetzt mal Bewölkung haben, reduziert sich das in etwa auf die Hälfte. Muss man natürlich immer sehen, wie stark ist es bewölkt, wie ist das Verhältnis Sonne-Wolken. Und wenn wir einen ganzen Tag Regen haben, erzeugen wir trotzdem noch immerhin ein Viertel dieser gesamten Energie, die wir benötigen. Und das ist ja bei der Anlage so besonders, dass sie auch im Schatten noch Strom macht. Richtig. Was mir auch aufgefallen ist, ich kriegte ja fast ein Horn, wie ich gesehen habe, du bist da drauf rumgesprungen auf meiner neuen Anlage. Ich hatte vorher schon mal Solarpanels auf meinem Wohncontainer und da muss ich immer vorsichtig sein mit den Ketten und alles. Diese Panels können viel mehr ab. Warum? Das liegt einfach an dieser besonderen Technologie, die wir verwenden. Das heißt, es ist eigentlich ein super dünnes Drahtgeflecht, woraus unser Produkt entsteht. Wir verarbeiten hier vier Komponenten, das heißt Kupfer, recyceltes Kupfer aus alten Kabeln. Wir nehmen Indium und Gallium, das ist ein Bestandteil, der aus alten Handybildschirmen gewonnen wird. Und wir können etwa aus einem defekten Handybildschirm 100 Quadratmeter für die Paneele, für ein Panel erzeugen. 100? Ja, genau. Genau. Und der letzte Bestandteil, die Selenit, der aus Quarzsand gewonnen wird. Andere Vorteile ist jetzt auch, die sind super flexibel und selbstkleben, oder? Mhm. Und können wir die bis auf fast 90 Grad biegen oder brechen die irgendwann? Also man kann in einem gewissen Maße biegen, aber ich sag mal so in direkte Sicken reingehen sollten wir damit nicht. Wölbung können wir gut mitnehmen, aber... Also passt an jede Rundung von jedem LKW? Rundung kann man bei jedem LKW eigentlich mitnehmen, genau. Über 20-fache Beschichtung der Paneele. Das bedeutet halt auch, dieses dünne Drahtgeflecht ist nochmal mit einer besonderen flexiblen Schicht bezogen, die das Produkt halt auch so robust macht, gegen alle Witterungsverhältnisse beständig ist und ich sag mal auch waschanlagenfest oder hochdruckreinigerfest. Cool. Jetzt überlege ich ja natürlich, du hast mir da so ein goldenes Teil angebracht, diese goldene Box da. Da stehen ja natürlich jetzt große Zahlen dran. Wie viel Watt ziehen wir aus dem Ding raus? Wie große Geräte kann ich da anschließen? Also wir haben jetzt einen 4000 Watt Wechselrichter hier mit an Bord. Das heißt, wir können ein großes Schweißgerät, eine große Bohrmaschine, eine Flex mit anschließen, also einen Winkelschleifer. Das sind sehr große Maschinen, die man auf dem Bau oder auch für Werkstattzubehör, Werkstattwerkzeuge nutzen kann. Mein Container ist ja natürlich, wie alles andere, was ich mache, total Overkill. Was bräuchte ein normaler LKW, sag ich mal, um 48 Stunden auf dem Parkplatz überleben zu können mit Kühlschrank, Standheizung und alles? Wie viele Panels braucht der auf seinem Dach?
Für ein Standardführerhaus eines LKWs reichen 110 oder 165 Watt Anlagen, womit wir, sage ich mal, diese ganzen elektronischen Geräte abfangen können. Eine Standklimaanlage kann in dem Fall auch schon bis zu 2 Stunden länger betrieben werden. Cool und echt spannend. Ich sehe jetzt schon, wie effektiv die Anlage lädt. Und ich verspreche euch hiermit, ich werde euch auf dem Laufenden halten, ob die Anlage meinen Anforderungen gemäß ist. Wie Olli auf meinem Dach rumgesprungen ist, da sagte ich zu Olli, pass auf. Und dann hat er mir gesagt, du kannst da mit deinem LKW rüberfahren. Und genau das werde ich mit meinem 32-Tonner single-montierten Reifen mit den gröbsten Stollen irgendwann in einer der kommenden Folgen hier auf dem Channel auch noch mal austesten. Na? Genau. Und habt ihr, genau wie ich, auch Vorurteile oder Fragen zu diesem System, dann haut sie doch bitte hier unter den Film, weil da kann ich in einer kommenden Folge auf eure Fragen eingehen. Und habt ihr Bock auf mehr von der kleinsten, geilsten Werkstatt der Welt, wo wir in der nächsten Folge die Schubladen voll machen, dann subscribe, aktiviert die Glocke und schmeißt doch einen Kommentar. Und dann sehen wir uns bald wieder in der nächsten Woche. Bis bald. Moin aus dem hohen Norden.